Wir sind mitten in der Stadt in Frankfurt. 4 Hochhäuser werden gebaut. Das ist mit einer der größten Schlitzwanzfräsen, was es gibt auf der Welt. Und die hatten ein Eigengewicht von 135 Tonnen. Krass. Ich habe ja schon einiges erlebt an Baustellen, aber ich garantiere dir, ich habe noch nie eine Baustelle gehabt, wo wirklich so viel auf engem Raum war. Es ist einfach die Herausforderung, so ein Projekt zu machen, das ist ein Wahnsinn. Ja, liebe Leute, ich bin heute mal wieder für euch unterwegs, on the job, im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Und zwar im schönen Frankfurt, hier in Manhattan. Und in Frankfurt gibt es ja auch so ein paar Hochhäuser, habe ich mal gehört. Ich war ja auch schon mal hier mit euch. Es gibt aber mittlerweile ein neues Projekt, das heißt Vor Frankfurt. Und das ist ein kleines Wortspiel, weil es sich bei Vor um 4 Hochhäuser handeln wird. Die gibt es noch nicht, die werden aber im Hintergrund gerade gebaut. Das gucken wir uns heute mal gemeinsam an. So Leute, jetzt sind wir hier direkt schon an der Baustelle. Das heißt für mich aber auch Safety First. Ich habe sogar schon eine Einweisung bekommen, denn sonst dürfte ich hier auf der Baustelle überhaupt nicht sein. Und die Jungs hinter der Kamera auch nicht. Warnweste, S3 Schuhe und schönes Helmchen. Heute mal in dezentem Schwarz. Oh. Wenn ich mir das so angucke, geht heute einiges. Es ist auch relativ beengt, würde ich mal sagen. Wir sind mitten in der Stadt in Frankfurt. Und heute treffe ich den Günther von Zeppelin da vorne. Schönen guten Tag. Ich habe mir sagen lassen, du bist Günther. Ja, genau. Hi, André, grüß dich. Hi. Erklär uns mal, was jetzt du hier auf der Maßnahme machst. Ich betreue die Baustelle hier elektrotechnisch. Das heißt, ich versorge die Firma Trevi mit der Baustromversorgung hier. Trevi macht Spezialtiefbau? Genau, Trevi ist einer der größten Spezialtiefbauer der Welt und hatte den Auftrag dementsprechend hier bekommen, die Schlitzwand herzustellen. Ja. Führ uns mal kurz ein, was passiert hier? Also 4 Hochhäuser werden gebaut. Wann sind die Burschen angefangen? Abriss ging 2018 los. Es war das alte Deutsche Bankareal, stand auch in einem Hochhaus mit 100 Metern. Das wurde dann Stück für Stück abgetragen und dann ging es jetzt in die Tiefbauphase. Ja. Letztes Jahr im Dezember wurde die Schlitzwand fertiggestellt. Und ab jetzt geht's los, dementsprechend fangen sie sich an, nach unten reinzugraben ein bisschen. Für die erste Decke, Betondecke, was reingezogen wird. Für die, die jetzt nur Bahnhof verstehen beim Thema Schlitzwand. Schlitzwand ist eigentlich ganz einfach. Du hast eine Baugrube, du musst die Baugrube absichern, dass sie nicht einstürzt. Und Gründung, du musst es halt da quasi ein Fundament machen. Genau, man muss sich im Endeffekt vorstellen, das ist die Schlitzwandfräse. Diese frisst sich dann Stück für Stück in den Boden. Und bevor die dann wieder rausgezogen wird, die Schlitzwandfräse, muss Betonit reingegeben werden. Das ist eine Art Füllmaterial, das was verhindert, dass die Baugrube zusammenbrechen würde. Ne? Und dann wird das im Nachhinein wieder mit Beton aufgefüllt. Und das Betonit, was davor die Baugrube gestützt hat, wird dann wieder rausgenommen. Und es wird ersetzt durch Beton. Einfach nachher, wenn du dann ein Loch rundherum machst, hast du quasi eine Kellerwand. Genau. Jetzt bist du von Zeppelin Rental für den Strom verantwortlich, genau. Unter anderem. Genau. Trevi hat uns damals den Planungsauftrag gegeben, wie wir die mit Energie zu versorgen hatte. An der Stelle kriegen wir den Verbraucher, da brauche ich das, da brauche ich das. Und dementsprechend habe ich dann die Netzberechnung gemacht, die Querschnitte berechnet und den Energiebedarf berechnet. Ja. Wo kommt denn der Strom hier rein? Also sehen wir irgendwo hier dicke Kabel? Wo ist die Einleitung hier? Also wir haben 2 Umspannanlagen. Eine ist hier hinten hinter der Einwand, wo die blauen Container stehen. Können wir da hin? Können wir auch mal hin. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin, wo der Strom überhaupt ankommt. Das ist ja echt eng hier. Und es ist matschig. Guck mal, was der jetzt zu kämpfen hat. Der hat einen Hydro-Drive vorne, einen zuschaltbaren Allradantrieb, sonst wird er hier gar nicht hochkommen. Leute, was ihr jetzt hier gerade auch seht, der eine LKW kommt, der andere LKW geht und da haben die eine Reifenwaschanlage, denn wir sind wirklich mitten im Zentrum von Frankfurt. Michael, ich würde vorschlagen, bevor wir gleich hier wieder abdampfen, gehen wir da auch mal durch, oder? Ja, gute Idee. Ja? Ein Trennschneider. Ah, der schneidet die Eisenstücke ab. Schutt vom Abbruch noch? Die LKWs fahren immer mal wieder was frei und dann muss es wieder abgeschnitten werden, sonst beschädigen sich die Reifen. Ich glaube, da ist ein Zeppelin Rental Aufkleber drauf, oder? Gut möglich. Naja, die Jungs von Zeppelin Rental haben hier einiges an Material vermietet. Die Mietstation bei uns hatte mit Trevi einen Rahmenvertrag abgeschlossen und es war eigentlich dann auf Abruf, was sie gebraucht haben dementsprechend. Ne? Von kleinen Aggregaten bis zum kleinen Radlader, Bagger. Also da war schon einiges an Material auch von der Mietstation hier draußen. Was ich ja mal gerade überhaupt sehe, ist, dass hier noch eine alte Fassade steht. Ne? Die haben die stehen gelassen, um Geld zu sparen? Oder? Nein, nein. Die mussten die Fassade dementsprechend erhalten, weil die denkmalgeschützt war. Und von außen ist ein Gerüst gebaut worden, das die Fassade dementsprechend abfängt. Die Fassade wird dann später mit ans Gebäude integriert.
War hier eine Tiefgarage drunter? War das auch unterbaut oder? Ja, es war eine zweigeschossige Tiefgarage plus ein Parkhaus in dem hinteren Bereich und innen drin war dann ein Innenhof. Kommt denn hier auch wieder eine Tiefgarage hin oder? Ja, wir werden, glaube ich, 4 Untergeschosse kriegen wir hier. Die Bodendecke ist ungefähr 25 Meter tief. Das muss man sich jetzt immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir hier quasi am Anfang der Baustelle sind. Also die haben ja erstmal lange gebraucht, um hier alles quasi tutti zu machen, um hier ein bisschen sauber zu machen. Die Kellerwand steht da, das heißt die Schlitzwandfräsen sind jetzt auch hier nicht mehr am Start. Da hinten steht sie, auseinandergenommen. Das ist mit einer der größten Schlitzwandfräsen, was es gibt auf der Welt. Und die hatten ein Eigengewicht von 135 Tonnen gehabt. Also ist schon eine beeindruckende Maschine gewesen. Ne? Und wenn die losgelegt hat, war das schon sehr interessant zu sehen. Das ist der Fräskopf. Krass. Womit fräst du denn? Wo ist denn die Fräse? Ja, vorne wird weggenommen. Die haben die schon abgebaut, oder genau. Was? Genau. Und das Schöne ist wiederum, auf der Schlitzwandfräse ist ein Caterpillar-Motor verbaut. Ah, ne? Stimmt, da sieht man's. Jetzt sehe ich ja hier schon Körbe, die sind ja für die Bohrpfähle wahrscheinlich. Genau. Das heißt, Bohrpfähle, jetzt ein nach dem anderen, nebeneinander und da wird alles gegründet. Da stehen nachher die Häuser drauf, die Hochhäuser. Naja, teilweise. Also es ist so, dass ein Teil der Gebäudefassade oder das Gebäude auf den Schlitzwänden steht. Ne? Das heißt, die Schlitzwände haben hier eine tragende Funktion sozusagen. Ne? Das heißt, die Schlitzwände sind auch schon Teil des Fundaments? Die werden auch Teil des Fundaments. Zum Beispiel hier auf der Seite wird ein Hochhaus hinkommen und da wird dann dementsprechend das Fass bündig draufstehen und muss die Schlitzwand die Last abtragen können. Stell dir vor, du hast in Frankfurt ein paar Hochhäuser gebaut. Da fährst du hier rum, hier spazieren am Sonntag. Das habe ich gebaut. Das auch. Da waren wir dabei, das haben wir mitgemacht. Ach, das war eine Totalkatastrophe, ne? Bei Zeppelin gibt es doch keine Totalkatastrophen. Aber du wolltest mir den Strom zeigen. Ja, komm, wir gehen. Was kommt da jetzt? Ein riesen Betonträger? Ja. Was macht die werden, der jetzt schon hier? Also die werden dann eingelassen. Die haben jetzt Bohrungen gesetzt, ne? Und in die Bohrung werden die Pfähle eingesetzt und das sind Fertigstützen für die Deckenelemente sozusagen. Ne? Das ist keine normale Tiefbaustelle, wo man erst nur alles weggräbt und dann von unten nach oben arbeitet. Es wird jetzt sozusagen ein Deckel über die Baustelle gezogen mit mehreren Öffnungen und dann wird sich unter diesen Öffnungen reingegraben. Und dann wird sich immer Stück für Stück nach unten gegraben, ne? Wie so ein Maulwurf. Was hat das für einen Vorteil? Sie können im Endeffekt nach unten graben und gleichzeitig nach oben bauen. Du machst quasi den Deckel. Und dann kannst du oberhalb des Eckels anfangen. Genau. Und unter dem Deckel auch. Geht's auch wieder weiter, genau. Um einfach Zeit zu sparen. Hat er diese. Ah, der ist schon weg. Hat er weiter. Wo ist Günther? Schade. Günther ist weg. Wir sollten anjagen. Ist Günther eben hier vorbeigelaufen? Alter, der kann doch nicht einfach weglaufen. Günther, du brauchst nicht weglaufen. Ich habe mich versteckt. Ja, ich habe die Jungs schon nach dir gefragt. Aber ja, also das ist eigentlich die zentrale Übergabestelle, wo wir die Energie verteilen. Das heißt, wir haben hier eine Umspannanlage, die aus 10.000 Volt 400 Volt macht und somit nutzbar erst für uns wird. Hier unten kommen 3 Mittelspannungskabel rein von den Stadtwerken. Jetzt muss ich noch mal eben erklären, Mittelspannung. Ne? Ja. Wir denken ja schon bei irgendwie 400 Volt ganz gefährlich. Ja. Aber bei Mittelspannung geht's los, bei wie viel Volt? Ab 6000 Volt kann man sagen, ist Mittelspannung. Wie viel Reserve musst du denn einplanen? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt 5 Krane, aber du denkst, naja, die arbeiten jetzt nicht alle gleichzeitig. Aber jetzt minimalste Wahrscheinlichkeit, dass doch alle gleichzeitig und dann. Also es ist auch immer so, dass so ein Trafo, ne, so eine Trafoanlage wie hier, auch so mal kurzzeitig so eine Art Puffer ist. Ne? Das heißt, ich kann auch mal, wenn sich mehrere überschneiden, ist das kein Problem. Das kriegen wir weggepuffert. Wir machen da wirklich eine Aufstellung. Ich habe eine Excel-Liste, wo ich dann dementsprechend die Verbraucher aufliste. Ich hole mir dann die Rückinformationen, ob ich einen Dauerläufer habe, eine Anlage, die ganze Zeit läuft, oder ob es wie so ein Hochbaukran. Der hat Phasen, wo er mehr läuft, weniger läuft. Das heißt, so einen Gleichzeitigkeitsfaktor, den muss man immer mit einrechnen. Ne? Kann man hier reingehen? Ja, können wir kurz. Aber Achtung, ist. Ja. Das ist schon mal schön hier. Ne? Ja, mal das, hier. Wie gesagt, das ist die Mittelspannungsanlage. Die wird dementsprechend nur von der Mainova hier geschaltet an dem Bereich. Hier sind dann die Niederspannungsabgänge drin. Ja? Da kennt man vielleicht noch. Handelsüblich diese Panzersicherung. Ja. Ja, ja. Lockere 250 Ampere. Genau. Damit kannst du schon was an den Start bringen. In die Mitte bringen wir fast 1600 Ampere rein. Sind das Schmelzsicherungen? Genau. Innen drin musst du dir vorstellen, hast du eine Art Kupferbahn mit vielen kleinen Löchern. Und auf dieser Kupferbahn ist es, die ist für einen bestimmten Strom ausgelegt. Und falls der Strom drüber geht, schmilzt sie dann durch und unterbricht den Stromkreis. Was sind hier für Gerätschaften? Hast du auch irgendwo einen Zähler, wo du siehst, was jetzt gerade aktuell hier
ist ein relativ schwieriges Thema auf dem Zähler. Der braucht ewig lang, bis er die Werte durchgibt und dann immer nur für einen kurzen Moment. Deswegen kann sein, dass man manchmal 15 Minuten wartet, bis man den aktuellen Verbrauch sieht. Hier haben wir noch einen Amperemeter eingebaut, wo man die Phasenbelastung sieht. Ne? Also aktuell ist auch nicht mehr so viel, was drüber läuft. Ne? L1 sind 97 Ampere, L2 119 und L3 sind 132. Der größte Verbraucher, der hier dran hing, war die Entsandungsanlage. Und die wird jetzt aktuell nicht mehr betrieben, daher haben wir sehr geringe Stromverbrauch nur noch. Entsandungsanlage steht wofür? Was ist das? Die Entsandungsanlage wurde für die Schlitzwände benötigt und hat das Betonit sozusagen wieder nutzbar gemacht. Im Betonit war dann Sand gelöst. Der Sand wurde rausgeschleudert, sozusagen wie eine große Waschmaschine. Und dann wurde das Betonit wieder zurück in die Schlitzwände gepumpt dementsprechend. Aber das ist jetzt nicht mehr im Einsatz. Seit Dezember letzten Jahres ist die Schlitzwand fertiggestellt und seitdem wird dann diese Entsandungsanlage auch nicht mehr benötigt. Ja. Das heißt ungefähr 60, 70 kW, die jetzt gerade so, der Baustelle so fließen. So eine Dauerlast aktuell, genau. Dann kommen noch ab und zu Spitzenlasten dazu, wenn mal eine größere Maschine wieder angeschlossen wird. Jetzt sind wir wirklich mitten drin hier in diesem Kessel. Jetzt sieht man auch so ein bisschen, was ihr alle so am Start habt. Ne? Ich sehe von euch einen Radlader. Da hinten noch ein Bagger. Ja. 20 Tonner oder was ist das? Ja, 20 Tonner war das. Dann der 352 ist zwar vom Cut, aber nicht von Zeppelin Rental. Wobei, den würden wir auch kriegen bei euch. Genau. Wenn der Bedarf da ist, ist das auch kein Thema. Gut, dann lass uns mal hinten zu den Containern gehen. Das sind noch Bestandteile von der Entsandungsanlage und der Betonitanlage. Ne? So sieht im Endeffekt das Betonit aus. Ne? Das heißt, der Zweck der Anlage war, dass du das Betonit... Einmal Betonit sozusagen herstellen, anmischen. Und dementsprechend das Betonit, was aus dem Loch rauskommt, dementsprechend wieder nutzbar zu machen und zu entsanden. Weil du hast einfach da unten viel Sand, das willst du aber nachher nicht mehr im Betonit drin haben, deswegen wird das separiert. Da der Bagger sich da, also die Schlitzwandfräse sich da reingräbt, ne, lockert Sand und Geröll mit, das wird dann wieder sozusagen rausgefördert und dementsprechend wieder separat getrennt. Und auf die andere Seite war das sozusagen der Ausschub. Ne? Das heißt, das wurde dann, der Sand wurde wieder raus aus der Anlage geschworfen. Mit lockeren 700 kW. So ungefähr, genau. Es waren diverse Motoren, was da in der Anlage gelaufen sind. Jetzt, wo wir hier gerade stehen, diese Hochsilos hier, die sind echt hoch. Die sehen echt massiv aus. Und wir sind hier mitten in Frankfurt, wo du eigentlich nicht mal einen Parkplatz kriegst. Aber Platz für so ein Silo, kein Thema. Zwei. Alles sehr beengt, sieht alles nach einem Chaos von Schläuchen aus. Ne? Ja gut, aber dafür ist gemütlich, ne? Genau, und dahinter ist sozusagen, hängen unsere Verteiler an der Containerwand. Dass sie nicht die ganze Zeit in der Betonetpumpe hängen oder liegen oder stehen. Ah, die habt ihr dann quasi hochgesetzt, genau, dass die nicht... Genau, haben die Jungs haben Halterung angeschweißt und dann wurde es da mit hochgehangen. Ne? Ist das hier irgendwie Pausenraum oder was, nee, ist da? Ist da kein Pausenraum, das ist so ein bisschen überdachte Werkstatt, wo sie dementsprechend ihre Vorbereitungen machen und die Reparaturen von den Maschinen. So wie beim, hier, wenn du Locken weglässt beim Friseur, dann hast du da auch sowas, oder? Okay, für die Dauerwelle sehr förderlich bestimmt. Ja, aber Dauerwelle, weiß ich nicht, steht mir glaube ich nicht so. Oder meinst du, mir steht Dauerwelle? Ja. Meinst du? In den 80ern war es modern. Berlin, Windstärke 5. Das Haar sitzt. So, jetzt habe ich noch mal jemanden hier, der sich auf der Baustelle noch viel besser auskennt als Günther und ich sowieso, nämlich Rudi. Rudi, du bist hier quasi Supervisor. Ja. Was ist das Anspruchsvolle hier an der Baustelle? Also ist das alltäglich für dich oder ist das schon was Besonderes hier? Nein, diese Baustelle war ganz besonders, weil wir wenig Platz hatten und viele Geräte. Koordinieren war schwierig, Aushub. Wie viele LKW kommen hier jeden Tag rein, raus ungefähr? Jeden Tag, ich würde sagen so 30, 40, 50. 50 LKW? Das ist alles Aushubmaterial, Beton, zwischendurch Abtransporte, Antransporte. Das wird jetzt hier noch gar nicht alles ausgekoffert, das kommt ja noch, oder? Das kommt noch, ja. Das heißt, dann kommst du mit 50 LKW lange nicht mehr hin, oder? Nein, ich werde schätzen so 100 LKW pro Tag. 140 Tonnen. Ja. Ihr habt einen relativ umfangreichen Maschinenpark, aber ich sehe jetzt auch ein paar Mietgeräte von Zeppelin Rental. Was habt ihr hier am Start auf der Baustelle an Geräten? Hydraulikbagger, Radlader, Kleingeräte, alles, was Zeppelin bieten kann. Was liebst du an deinem Job? Es ist einfach die Herausforderung. So ein Projekt zu machen, das ist ein Wahnsinn. Das hat wahrscheinlich von meinen Kollegen, wo ich so kenne, noch niemand gemacht. Weil es einfach übergroß ist. Man sieht auch so ein bisschen den Glanz in deinen Augen, ne? Ja, es ist das Beste, was mir passieren konnte, denke ich.
ich habe vorhin auch so Fräswalzen gesehen. Wie lange dauert so ein Fräsvorgang, bis der unten ist? Auf wie viel Meter? 42 Meter war das tiefste. Und da werden ja nur die Schichten gefräst. Bei den Klee kannst du nicht so richtig schön fräsen. Und für die Schichten, da bist du manchmal dabei, 4 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden, je nachdem, wie hart das ist. Das heißt, der fräst eine Schicht, dann nimmt er das wieder raus und dann nimmt er einen Greifer und macht den Schlick und den Matsch raus. Wenn er runtergeht, er weiß eigentlich vorher, was ihn dann erwartet, aufgrund der Geologie und der Untersuchung, die er vorher gemacht hat? Das weiß er schon. Da haben wir Aufschlussbohrungen gemacht und dadurch hat sich das halt ergeben, wo sind die Schichten drinnen. Und dann mussten wir handeln, was können wir machen, weil wir teilweise erschütterungsfrei arbeiten haben müssen. Ich finde immer, wenn ich so Schlitzwandfräsen sehe oder auch hier im Hintergrund, sehen wir gerade ein Drehbohrgerät, der bohrt da so. Ich finde, das sieht immer easy aus und relativ unaufgeregt. Muss das ein guter Fahrer sein auf so einer Maschine? Muss der was können? Ja, der Fahrer, das Wichtigste ist das Gefühl. Wenn er zu fest drückt, kann er das Bohrwerkzeug kaputt machen oder er kann die Bohrrohre versenken. Das ist eine Gefühlssache, das ist nicht so easy. Er muss konzentriert arbeiten und er muss wissen, was er macht. Das ist ja eine absolute Gruselei. Du hast ja als Außenstehender kaum irgendwie die Möglichkeit, hier ein System rauszuerkennen. Aber die Jungs haben ein System, ne? Ist wie in einem guten Ameisenbau. Jeder weiß, was er zu tun hat. An allen Stellen wird gleichzeitig gearbeitet. Insgesamt haben wir fast 20 Verteiler hier draußen stehen, haben 1,8 Kilometer Kabel hier draußen verlegt. Moment, 1,8 Kilometer? Genau. Und dabei solche Dinger dabei. Armdick, ne? Also schon ordentliche Blumer gewesen. Das hat auch schon Kraft gekostet, die zu verlegen, ne? Ich habe ja schon einiges erlebt an Baustellen, aber ich garantiere dir, ich habe noch nie eine Baustelle gehabt, wo wirklich so viel auf engem Raum war. Ja, Leute, habt ihr gesehen? Mal wieder extrem interessante Baustelle. Und in 4-5 Jahren sollen hier wirklich da mal 4 ordentliche Hochhäuser stehen, bis über 200 Meter. Bin ich gespannt. Vielleicht haben wir auch noch die Gelegenheit, mal zwischendurch vorbeizuschauen. Und ansonsten würde ich mich wieder freuen über eure Kommentare zum Video, zur Baustelle. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann.